Du kennst nun sowohl den Nachhaltigkeitsbegriff, aber auch die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele lassen sich nur durch umfassende gesellschaftliche Transformationsprozesse auf vielen unterschiedlichen Ebenen lösen und bearbeiten. Technologien spielen dabei immer eine Doppelrolle. Sie können weiter ein Treiber und Verursacher für den menschengemachten Klimawandel sein. Sie können aber auch eine Lösungsmöglichkeit sein, um die Nachhaltigkeitsziele besser zu erreichen. Als Beispiel denken wir nur an Videokonferenzen. Sie sind eine Möglichkeit, um Reisetätigkeit und damit auch CO2-Ausstoß zu minimieren. Andererseits stellen Videokonferenzlösungen eben auch und Streaminglösungen einen der größten Verursacher von Datentransfer und damit auch einen CO2-Ausstoß dar. Welche Rolle spielen also Technologien auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft? Steig dafür ein, leg los und erfahre mehr dazu.